Hallo, ich bin Neil Donald Walsh. Willkommen zu diesem Kurs, der auf was wirklich wichtig ist, basiert. Lasst mich dieses Video mit einer Warnung beginnen. Schau nicht weiter, wenn du nicht willst, dass sich dein Leben ändert. Wenn die Dinge jetzt so sind, wie du es dir wünschst, dann schalte das Video sofort aus. Denn die vier Tools, die ich hier mit dir teilen werde, könnten sehr wohl Veränderungen in deiner täglichen Erfahrung bewirken. Was ich sage ist, dass wenn man sehr genau auf die Botschaften hört, die man hier hören wird, und wenn man sie annimmt und täglich anwendet, hat sehr wenig, wie du jetzt das Leben erlebst, eine große Chance, gleich zu bleiben. So gut die Dinge in deinem Leben auch sein mögen, sie werden noch besser werden. Wenn du also nicht willst, dass die Dinge besser werden, oder wenn du nicht glaubst, dass sie besser werden könnten, weißt du, es macht keinen Sinn, es zu versuchen, ich habe es doch jahrelang versucht, nichts funktioniert, so sind die Dinge einfach. Ja, wenn das einige deiner Gedanken sind, dann ist das nicht der richtige Ort hier für dich. Wende dich jetzt sofort von dem Bildschirm ab. Schließ die Augen, halte die Ohren zu. Du willst nicht wissen, was ich als nächstes sagen werde. 98% der Menschen auf der Welt verbringen 98% ihrer Zeit mit Dingen, die keine Rolle spielen. Lass mich das wiederholen, denn einige von euch haben sich vielleicht tatsächlich die Ohren zugehalten. Ich sagte, 98% der Menschen auf der Welt verbringen 98% ihrer Zeit mit Dingen, die keine Rolle spielen. Das ist die überraschende Aussage, die Kapitel 1 des soeben erwähnten Buches mit dem Titel »Was wirklich wichtig« einleitet. Weißt du, was das bedeutet? Verstehst du die Implikation dieser Aussage? Es bedeutet, dass wenn alles in deinem Leben, ich meine jeder einzelne Bereich deiner täglichen Erfahrungen, deine Beziehungen, dein Job, dein Einkommen, dein persönlicher Zufriedenheitsgrad, deine emotionale Erfüllung, alles einfach in deinem Leben genauso ist, wie du es willst, sobald du aufhörst, 98% deiner Zeit für Dinge aufzubringen, die keine Rolle spielen, dann wird alles besser werden. Ja, dein Leben kann besser werden. Es wird sein, wie der große amerikanische Al Jolson zu sagen pflegte, als er sein Publikum dazu brachte, für den zweiten Akt seiner Live-Bühnenshow zurückzukommen. Am Ende des ersten Aktes sagte er lächelnd, Sie haben noch nichts gesehen. Weißt du, Shakespeare hatte recht, als er schrieb, die ganze Welt ist die Bühne und alle Frauen und Männer, bloße Spieler, sie treten auf und gehen wieder ab. Sein Leben lang spielt ein Mensch manche Rollen. Welche Rolle du als nächstes spielen kannst, hängt davon ab, wie du auf die Botschaften reagierst, die das Leben dir jetzt gerade präsentiert und in deinem eigenen Gespräch mit Gott sendet. Ja, ihr alle führt die ganze Zeit Gespräche mit Gott, die ganze Zeit. Einige von euch nennen es einfach vielleicht etwas anders, ja, einen Moment der Inspiration, eine Offenbarung, die Intuition einer Frau, ein Geniestreich, eine fabelhafte Idee, die aus heiterem Himmel zu euch kam. Nennt es, wie ihr wollt. Sie kommen alle aus der höchsten Quelle in euch, die ich Gott nenne. Faszinierend ist, dass die Zeile, die ich soeben aus Shakespeare zitiert habe, aus einem seiner Stücke mit dem Titel stammt, »Wie es euch gefällt«, das sich als ein wunderbarer Titel für das herausstellte, was ich hier mit dir teilen werde. Werkzeuge, mit denen ihr euer eigenes Leben erleben könnt, wie es euch gefällt. Bis jetzt warst du vielleicht Teil der 98% der Menschen, die 98% ihrer Zeit mit Dingen verbringen, die keine Rolle spielen. Aber wenn du möchtest, dass sich dein Leben oder zumindest Teile deines Lebens ändern, kannst du dich jetzt entscheiden, keine Zeit mehr mit Dingen zu verbringen, die keine Rolle spielen. Und dich stattdessen auf das Einzige zu konzentrieren, was zählt. Natürlich musstest du zuerst mit dir selbst übereinstimmen, was das ist. Und lass mich dir sagen, dass es nichts mit den meisten der Ziele zu tun hat, die sich die meisten Menschen gesetzt haben. Ich habe mir die letzten 50 Jahre meines Lebens angesehen und hier ist, was ich mir als Ziel gesetzt habe, seit ich 18 Jahre alt war und von da an. Ein Auto bekommen, einen Job bekommen, einen Ehepartner bekommen, ein Haus bekommen, Kinder, Haustiere, einen besseren Job bekommen, ein besseres Auto, ein besseres Haus, einen besseren Ehepartner, das Büro da in der Ecke mit dem Namen an der Tür, ja, das Gebäude an der Ecke, deinen Namen darauf bekommen, graue Haare, Enkel bekommen, diese Rentenuhr bekommen, Kreuzfahrttickets, Krankheit bekommen, Krankenhausrechnungen bekommen und endlich einfach rauskommen. Ja, das hat dich vielleicht ein wenig stutzig gemacht, aber Millionen von Menschen auf der ganzen Welt leben ihr Leben in Richtung genau dieser Ziele. Und wenn wir Glück haben, dann erkennen wir auf dem Weg dorthin, dass das, was wir für wirklich wichtig hielten, überhaupt keine Rolle spielte.
Deshalb bin ich froh, dass du dich entschieden hast, dein Leben so zu gestalten und zu erleben, wie es dir gefällt. Und wenn du es schaffst, das vollständig, komplett, absolut in dem Moment deines Lebens, die du gerade lebst, zu erleben, wirst du das primäre Ziel des Lebens erreicht haben. Du wirst die Vollendung der Agenda deiner Seele erreicht haben. Das ist das Einzige, was zählt. Die Vollendung. Die Vollendung der Agenda deiner Seele. Oh ja, deine Seele hat eine Agenda. Und es liegt an dir, zu wissen, was diese ist. Du bist nicht hierher gekommen, um einen Weg zu finden, um in dem Spiel größer, besser, erfolgreicher zu sein. Du bist aus einem Grund hierher gekommen, der nichts mit den Freuden des Körpers, den Unterhaltungen des Geistes oder deiner Brieftasche zu tun hat. Du bist hierher gekommen, du hast deinen Weg zur Erde. Du hast einen bestimmten Zweck gewählt, der vor deiner Ankunft auf der Erde gewählt wurde, und das gilt für alle, außer für die Besonderheiten der Art und Weise, wie die Agenda bedient wird. Deine Seele hat eine Agenda, die weit darüber hinausgeht, Glück zu finden und Komfort in deinem Leben zu schaffen. Und das Wunder der Agenda der Seele ist, dass du, wenn du dieser Agenda dienst, den Weg für all die anderen Dinge öffnest, die du im Leben erleben möchtest, automatisch und praktisch, ohne Anstrengung, zu dir zu kommen. Du kannst Glück finden, inneren Frieden und Trost in deinem Leben schaffen. Das ist so, wie die Agenda der Seele ist. Die Agenda ist, dass du weißt, wer du wirklich bist, in deiner eigenen Erfahrung. Ich meine, nicht nur konzeptionell, sondern auch erfahrungsmäßig. Und wenn du das tust, wenn du in die Realität deiner wahren Identität eindringst, schafft deine eigene Energie Möglichkeiten, die anfangen, das Leben so zu gestalten, wie es dir gefällt. Das Leben wird ein lebendiger Ausdruck von nicht weniger als deiner wahren Natur in jedem dieser Bereiche, über die wir gesprochen haben. Deinen Beziehungen, deinen Aktivitäten und Beschäftigungen, deinem Wohlstand, in deinem Grad an Zufriedenheit und Erfüllung. In deiner ganzen Erfahrung von oben nach unten, von links nach rechts, von morgens bis abends. Das ist nicht etwas, worüber viele Menschen reden, weißt du, in deinem täglichen Gespräch, zumindest nicht, wenn dein Leben so ist, wie es in meinem früheren Leben war. Ich meine, keiner der Menschen in meinem Leben saß herum und sprach über den Auftrag der Seele. Keiner meiner Freunde und Familienmitglieder waren am Grill und diskutierten über ihre wahre Identität. Das Leben scheint uns nicht viele Gelegenheiten zu geben, Ideen über solche Dinge auszutauschen. Viele von uns haben diese Art von Ideen noch nie in sich selbst erforscht. Hat die Seele wirklich eine Agenda? Hat ein Mensch überhaupt eine sogenannte Seele? Könnte das alles eine Erfindung unserer Vorstellungskraft sein? Wenn wir eine Seele haben, was ist dann ihr Zweck und ihre Funktion im Leben? Worauf kommt es wirklich an? Was will sie? Was tut es in den Tagen und Zeiten unserer Existenz? Und gibt es etwas, ich meine, eine Sache, die mehr zählt als jede andere einzelne Sache in unserem Leben? Wenn dieser Gegenstand leicht zu identifizieren ist, warum hat uns denn davon niemand erzählt? Ich meine, das ist eine sehr gute Frage. Und es ist eine Frage, die ich mir nie gestellt habe. Ich meine, nicht wirklich auf eine ernste Weise, bis ich die Marke von einem halben Jahrhundert in meinem Leben erreicht habe. Ich meine, ich war 50 Jahre alt. Vielleicht war ich ein oberflächlicher Mensch, ich weiß nicht, vielleicht hielt nichts dergleichen mein Interesse oder meine Aufmerksamkeit auf sich, bis mein Leben mit 49 Jahren auseinanderfiel und ich auf der Straße ohne Einkommen, ohne Ressourcen, ohne jemanden war, der mir helfen konnte oder wollte, und ohne auf die ganze Geschichte einzugehen. Ich kann dir sagen, dass die Art von Fragen, von denen ich hier spreche, mein Interesse geweckt haben und mit 49 meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben, nachdem ich ein Jahr lang als Obdachloser gelebt habe. Nun, und was ich sehr hoffe, ist, dass die intellektuelle Neugierde und das spirituelle Suchen, das dich dazu gebracht hat, Antworten auf die größten Fragen des Lebens zu finden, das Bollwerk sein wird, das dich davor bewahren wird, jemals einen großen Rückschlag in deinem Leben erleiden zu müssen, als dein einziges Mittel, um die einzigen Fragen im Leben zu stellen, die wirklich wichtig sind. Niemand sollte das durchmachen müssen, was ich durchgemacht habe, oder etwas, das dem nahe kommt, den Job verlieren, ein Beziehungsende beobachten, einen gebrochenen Hals, bei einem Autounfall erleiden. Man sollte das Zeug nicht durchmachen müssen, um zu entscheiden, was das Einzige ist, was zählt. Und die Wahrheit ist, dass du das auch nicht musst. Deine Seele weiß bereits, was wirklich wichtig ist. Wie es im Buch mit diesem Titel heißt, es geht nicht wirklich darum, die Antwort zu finden. Es geht darum, sich daran zu erinnern. Es ist nicht so sehr ein Prozess der Entdeckung, sondern ein Prozess der Genesung. Diese Daten müssen nicht recherchiert werden, sie müssen nur abgerufen werden. Und genau das soll dir dieses kurze Video vorstellen.
Es geht darum, dir zu helfen, die Daten abzurufen, die dein Leben verändern können. Okay, schauen wir uns jetzt einige dieser Ideen an, die dein Denken buchstäblich neu ordnen können. Du denkst an das Leben, seinen Zweck, wie es funktioniert, an seinen wichtigsten Mittelpunkt. Es gibt zwei Dinge, die dein Denken sehr wohl verändern könnten. Das erste, was sich ändern könnte, ist, dass du sehr schnell erkennst, dass nichts in deinem Leben, das du magst, so sein muss. Das ist keine Kleinigkeit, sich plötzlich bewusst zu werden, aber es ist wahr. Es gibt vier magische Worte, von denen ich hoffe, dass du sie im Zusammenhang in diesem Video mit einem externen Ereignis oder einer externen Bedingung verwendest. Erinnere dich an diese sieben Worte. Es muss nicht so sein. Das ist kein Wunschdenken, das ist dein inneres Bewusstsein, das spricht. Und ich möchte vorschlagen, dass es auch dein inneres Bewusstsein ist, das dich dazu gebracht hat, was du gerade hörst und siehst. Ich weiß, dass du auf einer tiefen Ebene dir sehr deutlich ist, dass nichts in deinem Leben, was du nicht erleben möchtest, wie du es jetzt erlebst, so sein muss, wie es ist. Auf einer flacheren Ebene, auf der Ebene des Geistes und nicht auf der Ebene der Seele, kannst du dir einfach nicht vorstellen, dass du weißt, wie du die Erfahrung ändern kannst, die du auch nicht erleben willst. Also, weil du nicht weißt, wie du es ändern kannst, bist du motiviert, die Antworten zu suchen, und deine Entscheidung, dieses Video anzuschauen, ist Teil davon. Etwas in dir hat dich gedrängt, du hast auf diesen Impuls reagiert, und hier sind wir nun. Und die zweite Sache, die sich in deinem Denken ändern könnte, ist deine Vorstellung, wer den Inhalt für dieses Video erstellt hat. Als du dich entschieden hast, dir dieses Programm hier anzuschauen, hast du vielleicht den Eindruck gehabt, dass ich der Inhaltssteller war. Aber bevor wir unseren heutigen Besuch hier beenden, kannst du dich in höchster Sicherheit wiegen, dass du diese Nachricht erstellt hast. Oder um es vielleicht in einen leichter zu akzeptierenden Wortlaut zu fassen, dass du die Quelle bist, aus der die Botschaft kommt. Es sieht so aus, als ob die Nachricht von einer anderen Quelle kommt. Es kommt aber eigentlich alles von dir. Du verwendest nur das Gerät einer externen Quelle, ja, als ein Werkzeug, mit dem du alles, woran du dich erinnern kannst, was du weißt, erinnerst. In Gesprächen mit Gott im Buch 1 steht bekanntermaßen, dass wir nichts zu lernen haben. Wir müssen uns nur daran erinnern, was wir immer gewusst haben. Die Aussage ist natürlich metaphorisch gemeint. Ja, es bedeutet nicht, dass wir nie lernen müssen, unsere Schuhe zu binden oder ein Auto zu fahren. Nein, es bedeutet, dass die sogenannten größeren Geheimnisse des Lebens, die scheinbar großen Unbekannten, überhaupt nicht unbekannt sind. Die großen Unbekannten wie etwa der Sinn des Lebens, wie man durch das Leben kommt, der wahre Sinn der Liebe, wie man Liebe auf die reinste Weise sendet und empfängt, warum die Dinge so sind, wie sie sind, der Grund, warum das Leben so schwierig erscheinen kann, wo gehen wir alle hin, nachdem wir gestorben sind, worum geht es eigentlich bei Gott? Oder gibt es überhaupt etwas wie eine größere Macht? All diese großen Unbekannten liegen nicht außerhalb unseres Verständnisses. Wir haben alle Antworten auf all diese Fragen tief in uns, ja, auf zellulärer Ebene. Warte, kann das wirklich möglich sein? Wir haben nichts zu lernen über die größeren Dinge? Wovon rede ich hier? Rede ich Unsinn? Nun, werfen wir einen Blick darauf, entdecken wir, wie das Leben funktioniert, indem wir einige der häufigsten Aspekte der Welt um uns herum untersuchen. Betrachtet man die riesige Eiche vor dem Fenster, da steht sie, ja, viele Meter hoch und überragt uns in all ihren Erhabenheiten. Die atemberaubende Schönheit ihrer Baumkrone schützt uns sowohl vor prasselnden Regen als auch vor der sengenden Sonne. Was nun den Baum betrifft, beantwortet mir das. Da es ein Samen war, der nicht größer als dieser Nagel an meinem kleinsten Finger war, was hat er gelernt? Die Antwort ist natürlich nichts. Alles, was er wissen musste, ist, die großartige Ausdruck der Größe des Lebens zu werden, wurde in seinem Samen koordiniert. Ja, Gott wollte nicht, dass der Baum prächtig wird und dann den Baum nicht mit all den Mitteln versorgt, um das zu tun. Nein, Gott sagte zu dem Baum und zu jedem Lebewesen übrigens, geh jetzt und sei prächtig und ich werde in dich alles einbauen, was du wissen musst. Oder um Metaphern zu benutzen und eine Botschaft aus der Bibel zu paraphrasieren, schaut die Lilien auf dem Feld. Haben sie nicht daran gearbeitet, das zu werden, was sie sind? Doch nicht einmal Salomo in all seiner Herrlichkeit war wie einer von diesen gekleidet. Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, doch wissen sie genau, was sie wissen müssen, um zu fliegen und zu singen, oftmals zugleich. Also ja, alles, was der Baum wissen musste,
um diese riesige Eiche da draußen zu werden, wurde darin kodiert, als es ein Samen war, das Produkt eines weiteren Baumes, der ihm Leben gab. Und wenn das Leben so ist, ich meine, wenn Gott die Welt wirklich so sehr geliebt hat, dass er das den Vögeln der Luft und den Bäumen geben würde, würde sie das dann nicht umso mehr lieben? Würde sie das Leben zu einem Prozess machen, mit dem du im Kämpfen konfrontiert bist? Würde sie Leben mit den großen Unbekannten schaffen, die dich daran hindern, das Leben zu führen, was du willst? Vom Erleben des Friedens, Freude, Wunder, Glücks und der Erfüllung der Liebe, nach der du dich so sehr sehnst? Nein, 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 nein. Keine Gottheit würde das jemals tun. Kein höheres Wesen würde sich so etwas vorstellen. Und für diejenigen unter euch, die nicht an Gott glauben, möchte ich sagen, dass sich nicht einmal eine Lebensform, die spontan ohne die Existenz einer höheren Macht entsteht, sich biologisch zu fühlenden Wesen entwickeln würde, die nach Tausenden von Jahren nichts das grundlegendste Bewusstsein und seine Funktionsweise ergeben. Ich meine, Vögel fliegen nach Süden, ohne dazu aufgefordert zu werden. Um Himmels Willen, alle Tiere wissen, wie sie sich um ihre Babys kümmern. Niemand gibt ihnen einen Kurs in Kinderbetreuung. Viele wilde Kreaturen wissen es, ohne dass ihnen gezeigt wird, was nicht gut für sie ist. Woher wissen sie das alles? Wenn so anspruchsvolles Wissen weitergegeben und dann in anderen Lebensformen fest verdrahtet wird, die es brauchen, wäre es dann sinnvoll, dass die Evolution den Menschen aus den Gleichungen herausgelassen hätte? Ich glaube das nicht. Also, ob ihr glaubt, dass ihr das Leben kennt oder nicht, oder ein Produkt einer höheren Macht ist, oder einfach das Ergebnis der Evolution, ihr könnt sicher sein, dass euer Verständnis vom Leben aus dem Lagerhaus in euch entsteht. Die Illusion mag sein, vielleicht, dass es aus einer anderen Quelle zu dir kommt, aber das ist nichts anderes als ein Taschenspielertrick. Es ist Magie, ja, wir alle haben das gelernt, wie man uns die Weisheit in uns, aus der Welt außerhalb von uns hervorruft. Lasst mich euch ein Beispiel geben. Ich werde euch einladen, euch ein verblüffendes, wenn nicht sogar revolutionäres Lebensprinzip anzusehen, von dem ihr tief in euch wisst, dass es wahr sein muss. Auch wenn es fast allem zuwiderläuft, was uns all seit Jahrhunderten über eine der Grundlagen seines spirituellen Lebensansatzes erzählt wurde. Seid ihr bereit? Okay, hier kommt das. Ihr solltet das vielleicht aufschreiben. Vergebung ist das größte Hindernis für spirituellen Wachstum. Habt ihr das? Ich sagte, Vergebung ist das größte Hindernis für spirituellen Wachstum. Ich habe dir gesagt, dass das Video dein ganzes Denken herausfordern würde, nicht wahr? Und es kann, weil die Hinwendung zur Weisheit im Inneren uns oft von dem entfernt, was alles uns gelehrt und über das Leben erzählt wurde, zu dem, was wir immanent über das Leben wissen, wenn wir tief in uns hineingehen und unser innerstes Bewusstsein aufrufen und uns selbst erlauben, andere Ausdrucksformen dessen zu finden, was wir als wahr erkennen. Die Aussage, die ich gerade über Vergebung gemacht habe, ist nur eines von vier Werkzeugen, die genauso sind, die ich dir in dieser Klasse anbieten werde. Deshalb bin ich wirklich froh, dass du hier bist, denn das sind einige der wichtigsten Erkenntnisse, die ich in den Gesprächen mit Gott-Dialogen erhalten habe. Gehen wir diese Liste also durch, was Wahrheitsaussagen sind, die wir in unserem Leben anzunehmen und anwenden sollen. Und lasst uns diese Aussage näher betrachten. Die vier Botschaften, die ich hier als Werkzeuge anbiete, die du benutzen kannst, während du deine Gedanken darüber konstruierst, wie du dein Leben leben möchtest, diese Werkzeuge sind Nummer 1. Nur sehr wenige Menschen auf der Erde wissen, was sie hier tun. Nummer 2. Vergebung ist das größte Hindernis für spirituellen Wachstum. Nummer 3. Überleben ist nicht der Grundinstinkt. Und Nummer 4. Meditation kann ein sehr mächtiges Werkzeug sein, die auf dem Weg zur Lebensbewältigung arbeitet. Okay, jetzt nehmen wir diese Aussagen hier hintereinander durch. Nummer 1. Niemand weiß, was er hier macht. Es ist wahr. Niemand weiß, was er hier macht. Keiner von uns hat eine Ahnung, was los ist. Ich meine, die Mehrheit der Menschen weiß einfach nicht, was passiert. Und das ist eine große Herausforderung und ein großes Problem im Leben für die meisten Menschen auf diesem Planeten. Gespräche mit Gott machte es mir sehr deutlich, nachdem ich diese Erfahrung machte, dass ich keine Ahnung hatte, was los war. Wer bin ich? Was mache ich eigentlich hier? Ich meine, was ist der Sinn meines Lebens? Also habe ich meine gesamte Prioritätenliste neu geordnet, nachdem ich herausgefunden hatte, was hier tatsächlich vor sich geht, was wir eigentlich tun. Was wir tun ist, dass wir nicht wirklich versuchen, das Spiel namens größer, besser oder mehr zu spielen. Nein, wir versuchen nicht wirklich, wie ich vorhin sagte, das Mädchen zu bekommen, den Kerl zu bekommen, das Auto, den Job, das Haus und all die Dinge, die wir denken, dass wir sie tun sollten, das Gebäude mit dem Namen, ja, und all den Rest,
um den es nicht wirklich geht im Leben. Wir haben eine menschliche Seele. Und was die Seele hier tut, hat, wie ich bereits sagte, nichts damit zu tun, mit dem, was wir glauben, dass der Körper und der Geist tun sollte. Die meisten Leute wissen nicht, was die Seele hier macht. Sobald du herausgefunden hast, was der Zweck der Seele ist, auf der Erde zu sein, verändert es die Art, wie du dich durch deinen Alltag bewegst. Es ändert, was du vorhast. Es ändert, welche Aktivitäten die Zeiten deines Lebens verbrauchen. Und plötzlich gibt man nicht 98% seiner Zeit für Dinge aus, die keine Rolle spielen. Lasst uns also ganz kurz darauf eingehen, was wir hier tun. Die Seele ist hier, um ihre wahre Identität zu erfahren. Die Seele möchte experimentell erkennen, erfahren, was sie bereits konzeptionell weiß, dass wir und jedes Lebewesen eine Individuation der Göttlichkeit ist. Ja, dass wir eine Singularisierung dessen sind, was einige Leute Gott nennen. Und das ist es, was die Seele hier erleben kann. Und wenn wir das verstehen, dass in jedem der Ereignisse unseres Lebens und in jedem Moment unseres Lebens, in jedem der Tage und Zeiten, durch die wir gehen, wir plötzlich sehen, dass das unser Ziel ist. Wie kann ich diesen besonderen Moment in der Zeit nutzen, um meine wahre Identität als Ausdruck des Göttlichen auf die höchste und großartigste Weise zu erfahren? Wow, Mann, wenn du nicht denkst, dass das deine Prioritäten verschiebt und deine Vorstellung davon, was abgeht, dann ändere dein Denken nochmal, ja, denn ich verspreche dir wirklich, es ist es. Und das ist das erste der vier Werkzeuge, die ich mit dir teilen möchte. Niemand weiß, was er hier macht. Also ist deine erste Aufgabe im Leben herauszufinden, wer du bist und warum du hier bist. Das zweite Werkzeug, das ich euch zeigen möchte, ist die Aussage, die ich vorhin gemacht habe. Vergebung ist das größte Hindernis für spirituellen Wachstum. Wow! Was für eine Aussage. Ich meine, niemand würde dir das sagen, wenn du ein Kind bist oder sogar ein Erwachsener. Kein Priester, kein Rabbi, kein Ulama, kein Pfarrer. Nein, keine Person mit geistlichem Verständnis würde dir wahrscheinlich sagen, dass Vergebung ein Hindernis für spirituellen Wachstum ist. Aber in der Tat ist es das und Gespräche mit Gott haben mir das sehr deutlich gemacht. Wie kann das wahr sein? Ich meine, es ist wirklich ganz einfach, wenn man darüber nachdenkt. Verzeiht Gott uns für irgendetwas? Und die Antwort ist nein. Gott würde dir nie etwas verzeihen, aus einem sehr interessanten Grund. Gott hat keinen Grund, dir zu vergeben. Du kannst Gott nicht verletzen, beschädigen, verärgern, enttäuschen oder in irgendeiner Weise frustrieren. Du kannst ein dreijähriges Kind auf einer Geburtstagsfeier, das dich verärgert, weil sie die Milch über den ganzen Tisch verschüttet hat, als der Kuchen an den Tisch kam. Ja, nehmen wir an, du bist ein Opa auf der Party und ja, du wärst nicht verärgert über das dreijährige Kind und würdest sagen, ja, jetzt geh auf dein Zimmer, 6 Monate Stubenarrest. Du würdest das Kind nicht bestrafen oder verurteilen, weil es einen solchen kindlichen Fehler gemacht hat. Du würdest dem Kind nicht einmal vergeben, du würdest nicht sagen, es ist okay, Schatz, ich vergebe dir. Nein, Vergebung ist in einer solchen Situation nicht Teil der Gleichung. Und weißt du, was du tun würdest? Nicht nur würdest du das Kind nicht bestrafen, nicht nur würdest du dich überhaupt darum kümmern, dem Kind zu vergeben, du würdest das Kind trösten. Du würdest dieses wunderbare Kind im Moment ihres Fehlers trösten. So behandelt uns Gott, denn Gott weiß, dass wir die Kinder des Universums sind. Und im Vergleich zur Essenz, die wir göttlich nennen, sind wir Kinder. Wir können Gott unmöglich beleidigen oder verärgern. Sie würde uns einfach trösten, denn sie versteht, wie wir die Dinge tun können, die wir tun. Genauso wie wir verstehen können, wie unsere dreijährige Enkelin einen Fehler machen konnte. Verstehen ersetzt Vergebung im Kopf des Meisters. Denke immer daran. Klebe es auf deinen Badezimmerspiegel. Verstehen ersetzt Vergebung im Kopf des Meisters. Verstehe mich jetzt bitte nicht falsch. Verständnis bedeutet nicht, dass ich damit einverstanden bin, dass ich es gutheiße, dass ich es billige oder dass ich möchte, dass du es wieder tust. Aber es bedeutet, dass ich verstehen kann,
wie du so etwas hättest tun können. Und ich habe daher keine Notwendigkeit, dich zu bestrafen oder in irgendeiner Weise zu verurteilen. Ja, ich verstehe dich einfach. Und so ist Vergebung das größte Hindernis für spirituellen Wachstum, weil sie uns daran hindert, unsere Göttlichkeit zu demonstrieren. Vergebung ist nichts, was das Göttliche jemals tun muss. Und das tut ihr hier auch nicht, wenn ihr versteht, wer ihr wirklich seid. Werkzeug Nummer 3. Überleben ist nicht der Grundinstinkt. Nun, hier sind wir wieder. Das ist ein weiterer Widerspruch zu allem, was jeder, der etwas über solche Dinge zu wissen scheint, jemals sagen würde. Uns wurde von Anthropologen und Psychologen und Menschen, die das menschliche Verhalten studieren, seit Jahrtausenden gesagt, dass das Überleben der Grundinstinkt ist und die meisten unserer Handlungen, Möglichkeiten und unserer Entscheidungen auf dem beruhen, was wir unserer Meinung nach tun müssen, um zu überleben. Nicht nur, um auf der Erde zu überleben, sondern um in diesem Moment unser Leben zu leben. Ja, manchmal sogar nur in einem kleinen Streit, den wir mit einigen Freunden oder mit einem Ehepartner im Haus haben. Du versuchst immer noch zu überleben und zu entkommen, den Moment als derjenige, der überlebt, als ein Mensch, dessen Sieg, als derjenige, der nicht in irgendeiner Weise verletzt wird. Aber das Überleben, so stellt er sich heraus, ist nicht der Grundinstinkt. Wenn das Überleben der Grundinstinkt wäre, würdest du nicht in das brennende Gebäude da drüben laufen, um ein weinendes Baby zu retten. Zum Beispiel, ja, du gehst die Straße entlang und du biegst nach links ab und du siehst, oh mein Gott, da drüben steht ein Gebäude in Flammen. Da steht ein Gebäude in Flammen. Und wenn du anfängst, auf deinem Handy um Hilfe zu rufen, ja, dann hörst du ein Baby aus dem Fenster im zweiten Stock schreien. Und was machst du dann? Wägst du die Alternativen ab? Mensch, ich frage mich, ob ich da reingehen sollte. Weißt du, ja, das ist eine schwierige Entscheidung. Ich komme vielleicht nicht lebend raus. Ich frage mich, ja, wie die Chancen stehen. Natürlich tust du das nicht. Du hältst nicht an, um darüber nachzudenken. Du rennst sofort in das Gebäude, um das Baby zu retten. Auch wenn du denkst, dass du dabei sterben könntest. Was beweist, dass Überleben kein Grundinstinkt ist? Der grundlegende Impuls der Menschheit ist der Ausdruck unserer Göttlichkeit. Und das Göttliche weiß, dass das Überleben nicht die Frage ist. Gott weiß, dass du nicht sterben kannst. Du warst immer, bist jetzt und du wirst immer sein. Also, deine Existenz wird für immer und ewig andauern. Die Frage ist also nicht, wie lange wirst du in diesem speziellen Körper leben? Die Frage ist, wie wirst du leben? Was für ein Mensch wirst du sein? Wirst du die Art von Person sein, die nicht in das Gebäude läuft, oder die Person, die in das Gebäude läuft, um das Baby zu retten, wenn du es kannst? Natürlich werdet ihr das. Natürlich werdet ihr diese zweite Person sein. Denn, meine Freunde, das ist es, wer ihr wirklich seid. Also lasst uns klarstellen, Überleben ist kein Grundinstinkt. Und sobald du das verstanden hast, kannst du alle zukünftigen Lebensentscheidungen auf der Grundlage eines anderen Impulses treffen. Nicht des Impulses zu überleben, sondern des Impulses, deine Göttlichkeit auszudrücken. Werkzeug Nummer 4. Meditation kann ein mächtiges Werkzeug für diejenigen sein, die an der Lebensbewältigung arbeiten. Ich werde ein wenig darüber sprechen, über regelmäßige Meditation, denn ich habe beobachtet, dass das ein Werkzeug ist, das nicht viele Menschen so oft benutzen, wie sie könnten. Angesichts der Tatsache, wie hilfreich es wäre, wenn sie es täten, wenn sie wüssten, wie mächtig es wäre. Ich denke an Meditation als, naja, als ob man mit dem Universum Liebe macht. Ja, es ist die Vereinigung mit Gott, es ist die Vereinigung mit dem Selbst. Es kann uns die Erfahrung bieten, dass Gott und das Selbst eins sind und dass es keine Trennung gibt. Also um es klarzustellen, wir sind nicht die Gesamtheit Gottes, aber wir sind an sich göttlich und haben die gleiche Beziehung zu Gott wie eine Welle zum Meer. Eine Welle ist Teil des Ozeans. Es geht aus dem Ozean hervor, es drückt die Herrlichkeit des Ozeans aus, zieht sich dann wieder in den Ozean zurück und immer wieder in einer unendlichen Reihe von individuellen Erscheinungen im Ozean selbst dann aufzutauchen.
Das Sitzen in der Meditation, was eine der traditionellsten Formen der Meditation ist, ist eine wunderbare Möglichkeit, dieses Entstehen zu erleben. Die meisten, die dies beobachten, haben bereits eine Sitzmeditation erlebt. Bei der du einfach, ja, du weißt, du sitzt an einem bestimmten Zeitraum still und du wirst nicht abgelenkt oder unterbrochen. Dies kann 10 oder 20 Minuten oder auch eine halbe Stunde dauern oder sogar länger, solange du willst. Ja, und dann schließ deine Augen und fange an, auf das zu achten, worauf du nicht achtest. Ja, das ist ein bisschen wie Tagträumen. Normalerweise träumt man mit offenen Augen. Was ich Sitzmeditation nenne, ist Tagträumen mit geschlossenen Augen. Ich weiß, dass du nicht alles darüber wissen wirst, aber lass mich dir einfach etwas von meiner Erfahrung erklären. Ja, manchmal, während ich mich auf dieses Feld der Dunkelheit in meinem Kopf konzentriere, kann das, was ich als tanzende, blaue Flamme beschreibe, plötzlich erscheinen. Wenn es das tut, versuche ich es einfach zu erleben. Ich versuche es nicht zu definieren oder zu messen oder es in irgendeiner Weise zu erklären. Ich versuche nur einfach hineinzufallen. Ich würde dir raten, dasselbe zu tun, wenn du diese blaue Flamme erlebst. Suche nicht danach oder antizipiere sie, aber wenn du diese flackernde, tanzende Flamme erlebst, kann es scheinen, dass sie auf dich zukommt. Das kann in deinem Sichtfeld immer größer und größer werden. Das ist nicht die Flamme, die sich überhaupt auf dich zubewegt. Du bist es, der sich in sie hineinbewegt. Wenn du das Glück hast, kannst du tatsächlich ein totales Eintauchen in dieses Licht erleben, bevor dein Verstand anfängt, dir alles darüber zu erzählen und versucht es zu beschreiben und sich darüber zu wundern, was sehe ich hier? Doch wenn du auch nur einen Moment das unbekümmerte Eintauchen hast, kannst du sehr wohl Glückseligkeit erleben. Dies ist die Glückseligkeit des totalen Wissens, der totalen Erfahrung des Selbst als Einheit mit allem und mit dem Einzigen, was es gibt. Du kannst nicht versuchen, diese Glückseligkeit zu erlangen. Wenn du die blaue Flamme siehst und anfängst, dieses Gefühl der Glückseligkeit vorwegzunehmen, wird die Flamme, wenn es wie in meiner Erfahrung ist, sofort verschwinden. Antizipation oder Erwartung scheint, die Erfahrung zu beenden, denn die Erfahrung geschieht gerade jetzt. Und Antizipation oder Erwartungen bringt sie in die Zukunft, wo du nicht bist. Die Flamme scheint also zu verschwinden, aber es ist nicht die Flamme, die verschwindet, sondern du. Du hast den gegenwärtigen Moment von jetzt verlassen. Dies hat die gleiche Wirkung auf dein inneres Auge, wie das Schließen deiner äußeren Augen auf deine Erfahrung mit der physischen Welt um dich herum. Also du kannst es buchstäblich ausschalten. Viele Meditierende berichten, dass diese Begegnung mit der Glückseligkeit nur einmal alle paar tausende Momente in der Meditation vorkommt. Man sagt, dass es jedoch wirklich ein großes Segen ist, es einmal zu wissen, aber es kann auch eine Art Fluch sein. Weißt du warum? Weil die Menschen es immer wieder neu erleben wollen. Dennoch kannst du dich trainieren, dich von diesen Wünschen loszusagen, dich von der Hoffnung zu entfernen, dein Verlangen aufzugeben, deinen Erwartungen abzulehnen und dich völlig in diesen Moment im Jetzt zu versetzen, ganz ohne Erwartungen auf etwas Bestimmtes. Das ist der mentale Zustand, den du erleben möchtest. Wenn du in der Sitzmeditation Glückseligkeit genießen kannst oder begegnen willst, es nennt sich Gedankenlosigkeit. Gedankenlosigkeit entleert den Geist nicht wirklich. Es konzentriert den Verstand weg von deinem Verstand. Es geht darum, den Verstand zu verlieren. Es geht darum, für eine Weile von deinen Gedanken weg zu sein. Wenn man von seinen Gedanken abwesend ist, kommt man dem sehr nahe, was Gespräche mit Gott als einen Zustand des reinen Seins beschreibt. Wenn du es also geschafft hast, einen Weg zu finden, deinen Geist regelmäßig zu beruhigen, wenn du regelmäßig meditierst, dann hast du vielleicht das unternommen, was die wichtigste Verpflichtung deines ganzen Lebens sein könnte. Eine Verpflichtung zu deiner Seele. Eine Verpflichtung, mit deiner Seele zu sein, deine Seele zu begegnen, mit deiner Seele zu verschmelzen, mit ihr zu hören und mit ihr umzugehen. Auf diese Weise wirst du dich durch dein Leben bewegen, nicht vom Ort deines Geistes, sondern auch von deiner Seele. Die Meditationstechnik, die ich gerade beschrieben habe, ist ein Weg, ein sehr guter Weg, um den Geist zum Schweigen zu bringen und sich mit der Seele zu verbinden. Aber es ist nicht der einzige Weg, noch ist das unbedingt für alle der beste.
Ja, es gibt viele Menschen, die es extrem schwierig finden, in stiller Meditation zu sitzen. Und wie gesagt, ich bin einer von ihnen. Ja, und für mich und für sie mag es so aussehen, als ob die Kunst der Meditation bei uns verloren ging. Menschen wie ich, die von Natur aus ungeduldig sind und, Junge, das bin ich wirklich, ja, das ist das Sitzen in stiller Meditation, dass es keine Sache ist, das uns zuspricht. Für sie möchte ich etwas vorschlagen, das ich Gehmeditation nenne. Du wirst es genießen, davon zu hören, denn für uns ändert sich alles um die Vorstellung der Meditation. Plötzlich ist Meditation etwas, was ich tun kann. Das Erste, was passiert, wenn Menschen von Gehmeditation erhören, ist, dass ihre ganze Vorstellung darüber, was Meditation ist, völlig verschwindet. Ersetzt durch ein viel klareres und prägnanteres Bild davon, was tatsächlich in der Meditation vor sich geht. Auch hier, ja, für die meisten Menschen bedeutet Meditation immer, den Geist von allem zu befreien und Raum für die Leere zu lassen, damit sie dann wieder ins Bewusstsein treten aus dem Nichts, was die Ehrfurcht ist, dem Nichts, ja, das alles ist. Ja, es ist irgendwie eine verrückte Art, es zu beschreiben, aber das ist das, was ich gerade beschrieben habe, als ich über Sitzmeditation sprach, wenn man einfach versucht, seinen Geist von allem zu befreien und sich ins Nichts zu bewegen, aber das können einige Leute wirklich nicht gut. Ja, sie werden unruhig. Ich werde unruhig. Ich kann dabei nicht ruhig bleiben. Mein Verstand wird sich nicht abschalten. Ja, er denkt, denkt, denkt immer an irgendetwas. Und jetzt könnte ein Meditationslehrer sagen, Neil, du verstehst einfach nicht, aber du weißt, dass einige Leute einfach nie gut da drin sind, mit gekreuzten Beinen zu sitzen, die Augen zu schließen und sich auf das Nichts zu konzentrieren. Ich werde frustriert dabei, ja, also meditiere ich selten auf diese Weise. Und beneide diejenigen, die sagen, die das können, aber jetzt lasst mich euch eine Geschichte über einen Meisterlehrer von mir erzählen. Eine Dame, der ich vor einigen Jahren begegnete, die einmal sagte, dass die meisten Menschen eine völlig falsche Vorstellung davon haben, was Meditation sein muss. Meditation, sagt sie, geht es nicht um Leere, es geht um Konzentration. Anstatt zu versuchen, still zu sitzen und über nichts nachzudenken, schlug sie vor, eine Gehmeditation zu machen, sich zu bewegen und anzuhalten, um sich auf bestimmte Gegenstände zu konzentrieren, egal worauf deine Augen fallen. Zum Beispiel sagte sie, betrachte einen Grashalm. Betrachte ihn genau. Betrachte ihn aufmerksam. Betrachte jeden Aspekt davon. Wonach sieht das aus? Was sind seine spezifischen Eigenschaften? Und wie fühlt es sich an? Was ist sein Duft? Wonach riecht es? Was ist seine Größe im Vergleich zu dir? Sieh dir den Grashalm genau an. Was sagt er dir über das Leben? Dann sagte sie zu mir, erlebe diesen Grashalm in seiner Vollkommenheit. Zieh deine Schuhe und Socken aus und geh barfuß auf dem Gras. Denk an nichts anderes als an deine Füße. Konzentriere deine Aufmerksamkeit auf deine Sohlen und betrachte immens genau, was du fühlst. Sage deinem Verstand, dass er nichts anderes tun soll, nur für diesen Moment. Ignoriere alle anderen eingehenden Daten, außer den Daten, die deine Sohlen enthalten. Ja, schließ deine Augen, wenn das hilft. Geh langsam und bewusst und lass dich jeden langsamen und sanften Schritt mehr über das Gras erfahren. Dann öffne deine Augen, schau dir das ganze Gras um dich herum an. Ignoriere alle anderen eingehenden Daten, außer den Daten über das Gras. Die Daten, die von deinen Augen und Füßen kommen. Und konzentriere dich nun auf deinen Geruchssinn und schau, ob du das Gras wirklich riechen kannst. Hast du jemals nach einem Regenmorgen das Gras gerochen? Riecht das nicht süßer, ja, auf das am Morgen gerade geregnet wurde? Ignoriere alle eingehenden Daten, außer den Daten über das Gras, das von deiner Nase, deinen Augen und deinen Füßen zu dir kommt. Versuche, ob deine Aufmerksamkeit darauf richten kannst. Das ist der Zweck der Übung. Wenn du das kannst, wirst du das Gras so erleben, wie du es vielleicht noch nie zuvor erlebt hast. Du wirst mehr über Gras wissen, als du vorher wusstest, auf einer tieferen Ebene. Du wirst es nie wieder auf die gleiche Weise erleben. Du wirst erleben, dass du das Gras dein ganzes Leben lang ignoriert hast. Dann, sagte meine Meisterlehrerin, mach das Gleiche mit einer Blume. Betrachte sie sorgfältig, betrachte sie genau, betrachte sie aufmerksam. Das ist mit Absicht gemeint. Betrachte jeden Aspekt dieser Blume in deiner Hand. Ja, wonach sieht das aus? Was sind die spezifischen Eigenschaften? Wie fühlt sich es an? Was ist ihr Duft? Was ist ihre Größe im Vergleich zu dir? Sieh es dir genau an. Was sagt es dir über das Leben? Dann sagte sie, erlebe die Blume in ihrer Vollkommenheit.
Versuche, ob deine Aufmerksamkeit darauf richten kannst. Wenn du kannst, wirst du diese Blume so erleben, wie du sie vielleicht noch nie zuvor erlebt hast. Du wirst mehr über die Blume wissen, als du je zuvor auf einer tieferen Ebene wusstest. Du wirst es nie wieder so erleben und du wirst feststellen, dass du die Blume dein ganzes Leben lang ignoriert hast. Dann sagte sie, mach dasselbe mit einem Baum. Den Baum zu erleben ist außergewöhnlich, wenn man es in Vollkommenheit tut. Versuche, ob deine Aufmerksamkeit darauf richten kannst. Wenn du kannst, wirst du den Baum erleben, wie du ihn vielleicht noch nie zuvor erlebt hast. Du wirst mehr über diesen Baum wissen als je zuvor auf einer tieferen Ebene. Du wirst es nie wieder so erleben. Und du wirst feststellen, dass du die Bäume dein ganzes Leben lang ignoriert hast. Und geh jetzt vom Baum weg, ja, und verliere jeglichen Körperkontakt mit ihm. Versuche, ob du deinen Verstand in die Erfahrung des Baumes einbringen kannst und wenn du zurücktrittst und ihn von weiter weg betrachtest. Erlebe es ganz und gar, ja, und wundere dich nicht, wenn du den Baum auch aus großer Entfernung riechen kannst. Wundere dich nicht, wenn du in gewisser Weise den Baum von dort, wo du bist, spüren kannst. Was passiert ist, dass du dich der Schwingung des Baumes geöffnet hast. Du fängst tatsächlich an, die Schwingung zu spüren. Sieh, wie weit weg du von dem Baum stehen kannst und trotzdem Kontakt halten kannst. Diese kleine Übung wird dir helfen, deine Fähigkeit zu entwickeln, deine Aufmerksamkeit auf was auch immer zu richten, das du auf einer erhöhten Ebene erleben willst. Also jetzt, lauf. Tu diese Gehmeditation, gehe wo auch immer du wohnst, ja, ist in der Stadt, das spielt keine Rolle, geh einfach langsam, aber bewusst und schau dich um. Lass deine Augen fallen, wo immer sie auch sein mögen. Wenn deine Augen etwas finden, konzentriere die Fülle deiner Aufmerksamkeit darauf. Es kann alles sein, ja, ein Stoppschild, ein Riss auf dem Bürgersteig, ein Kieselstein auf dem Boden. Sieh es dir genau an, von dort, wo du bist. Betrachte es aufmerksam. Berücksichtige jeden Aspekt davon. Wonach sieht es aus? Was sind die Eigenschaften davon? Wie fühlt es sich an von dort, wo du bist? Was ist sein Duft? Spürst du das von dort, wo du bist? Was ist seine Größe im Vergleich zu dir? Ich meine, sieh es dir an, was immer du siehst aus der Nähe. Was sagt es dir über das Leben? Und jetzt geh weiter. Wähle drei Dinge auf deinem Weg aus, die zu betrachten, wie ich es beschrieben habe. Dieser ganze Spaziergang sollte wahrscheinlich eine halbe Stunde in Anspruch nehmen. Man kann drei Dinge in viel kürzerer Zeit nicht vollständig betrachten, zumindest nicht am Anfang. Später solltest du in der Lage sein, etwas in einem Moment vollständig zu betrachten, eigentlich in einer Nanosekunde, aber im Moment übst du das nur. Dies ist eine neue Art der Meditation, das ist gehende Meditation. Und was du tust, ist, deinen Geist zu trainieren, um aufzuhören, alles zu ignorieren, was du erlebst. Du trainierst deinen Verstand, dich auf einen bestimmten Aspekt deiner Erfahrung zu konzentrieren, damit du ihn später vollständig erleben kannst. Übe auf die Weise die Gehmeditation für 3 Wochen. Meine Meisterlehrerin forderte mich auf, dies zu tun, und sie sagte, du wirst das Leben nie wieder auf die gleiche Weise erleben. Dann mache den letzten Schritt in der Gehmeditation. Gehe dafür nach draußen oder innen. Ja, ihr könnt eigentlich überall hingehen, vom Schlafzimmer bis zur Küche im eigenen Haus. Es gibt viel zu sehen, viel zu berühren, viel zu erleben. Du kannst 3 Stunden damit verbringen, dir nur den Teppich anzusehen. Und zu dieser Zeit, sagte meine Meisterlehrerin, wähle keinen bestimmten Teil dessen, was du siehst oder dir widerfährt. Versuche, allem gleichzeitig zu begegnen. Versuche, alles aufzunehmen. Versuche, dich auf alles zu konzentrieren, was du im selben Moment siehst. Betrachte das Gesamtbild. Schließ zuerst deine Augen, wenn dir das hilft. Rieche, was du riechst. Höre, was du hörst. Fühle, was du fühlst aus dem Raum um dich herum. Du kannst das tatsächlich in diesem Moment tun, während du dir dieses Video anschaust. Und dann öffne die Augen und füge die Sicht hinzu. Sieh alles, was du siehst. Und schau auf nichts Besonderes, ja? Alles auf einmal zu sehen ist, was ich sage. Ja, rieche alles, fühle alles. Wenn dich das anfängt zu überwältigen, dann konzentriere dich wieder nur auf einen kleinen Teil davon, damit du dein physisches Gleichgewicht nicht verlierst. Aber mit genügend Übung wirst du
jedoch bald in der Lage sein, in jeden Platz, in jeden Raum und an jeden Ort zu gehen und das Ganze auf irgendeiner Ebene zu erleben. Ja, du erkennst dann, dass du nach Hause gekommen bist. Denn hier wird all das die ganze Zeit über erlebt. Du wirst deine Wahrnehmung geschärft haben, du wirst dein Bewusstsein erhöht haben, du wirst deine Fähigkeit, präsent zu sein, erweitert haben. Ich meine, voll präsent in diesem Moment. Tu das nun mit geschlossenen Augen und während du dich hinsetzt und eine sitzende Meditation hast. Siehst du, es ist so einfach. Selbst für jemanden, der so zappelig ist wie ich. Ja, du kannst lernen, wie man das macht. Dann lächelte meine Lehrerin. Probier das aus, sagte sie, wenn du Liebe machst. Wenn du einmal romantische Intimität auf diese Weise erlebst, wirst du es nie wieder anders erleben wollen. Du wirst erkennen, dass du dein ganzes Leben lang vielleicht den besten Teil von dem, was wirklich vor sich geht, ignoriert hast. Und sie lächelte. Schau, was ich hier tue, ist zu versuchen, dir zu zeigen, dass es mehr als einen Weg der Meditation gibt, denn alle Formen der Meditation bringen oder können den gleichen Nutzen bringen, wie die normale oder sogenannte Art zu meditieren. Und wenn wir all diese Formen zu verschiedenen Zeiten unseres Lebens verwenden, können erstaunliche Dinge passieren. Ich versuche also, deine Erfahrung zu erweitern, wie Meditation aussehen kann, wie sie sein kann, wie sie sich anfühlen kann. Es muss nicht nur ein Weg sein. Zum Beispiel nach der Gehmeditation. Lass mich hier von einer Sache erzählen, die man Stopp-Meditation nennt. Dies ist eine der einfachsten, aber wirkungsvollsten Formen der Meditation. Der Grund, warum es so mächtig ist, ist, dass es überall gemacht werden kann. Und es sehr wenig Zeit braucht. Es ist perfekt für vielbeschäftigte Menschen, die unterwegs sind. Die Stopp-Meditation bedeutet genau das. Es bedeutet, dass du das, was du tust, für einen Moment aufhörst und auf etwas in diesem Moment achtest. Man seziert es in diesem Moment und betrachtet dann eines seiner Einzelstücke genau. Es ist ja ein bisschen wie die Gehmeditation, aber es ist auch ein bisschen anders, weil es keine halbe Stunde oder mehr dauert, wie es die Gehmeditation oft kann. Bei der Gehmeditation machst du bewusst einen Spaziergang mit dem bewussten Ziel, ein bewusstes Erlebnis zu fokussieren. Bei der Stopp-Meditation brauchst du nicht annähernd so viel Zeit, aber du kannst es gleich erreichen. Fokus. Die Stopp-Meditation kann inmitten eines sehr arbeitsreichen Tages eingesetzt werden, kombiniert mit Sitzmeditation, Gehmeditation, kann es ein kraftvolles Trio von Werkzeugen schaffen, das deine Realität dramatisch verändern kann und dein Bewusstsein innerhalb kürzester Zeit anheben kann. Doch selbst wenn sie als einzige Form der Meditation verwendet wird, kann sie transformativ sein. Hier ist, wie die Stopp-Meditation funktioniert. Entscheide dich, dass du heute und jeden Tag, ja, 6-mal das, was du tust, für 10 Sekunden anhalten wirst und schau dir genau und aufmerksam eines deiner Einzelteile an. Sagen wir, du wäschst das Geschirr. Hört für 10 Sekunden auf, was ihr tut. Hör einfach in der Mitte auf und schau tief in einen Aspekt dessen, was du tust. Vielleicht schaust du auf das Wasser. Beobachte das Wasser, während es auf das Geschirr spritzt. Siehst, ob du tatsächlich die Wassertropfen auf der Schale zählen kannst, die in deiner Hand ist. Ich meine im Ernst, zähle die Wassertropfen. Das mag wie eine unmögliche Aufgabe erscheinen, aber versuche es trotzdem für 10 Sekunden. Betrachte das Wunder des Wassers. Schau tief hinein. Geh in dein Bewusstsein hinein. Sieh, was du dort erlebst. Sieh, was du vom Wasser erlebst. Probier es einfach aus. Ja, halte für einen winzigen Moment inne und genieße diesen Moment auf eine einzigartige Weise. Okay, wenn die 10 Sekunden vorbei sind, ziehe dich aus dieser hochfokussierten Realität wieder heraus und zurück in deinen größeren Raum. Verirre dich dort nicht. Ja? Ich meine, blinzel mit den Augen, wenn du musst, schnipp mit den Fingern, um dich buchstäblich herauszuschnipsen und dann bemerke, was du in diesen kurzen 10 Sekunden Urlaub erlebt hast.
und dann fahre fort mit dem, was du getan hast. Aber sei nicht überrascht, wenn es eine ganz neue Qualität annimmt. Denn du siehst das auf eine völlig neue Art und Weise. Alles, was du hier getan hast, ist den Moment wirklich zu schätzen. Du schätzt wirklich alles, wie du es zuvor noch nie geschätzt hast. Weißt du, etwas zu schätzen bedeutet, es größer zu machen, es zu vergrößern, es zum Beispiel der Eigentum an Wert gewinnt. Wenn du die Stoppmeditation verwendest, kannst du den Wert bestimmen, bestimmter Momente in deinem Leben und deines ganzen Lebens erhöhen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass mich dies zwangsläufig an einen Ort des Friedens zurückbringt. Um sich selbst daran zu erinnern, dies 6-mal täglich zu tun, es kann vielleicht helfen, einen kleinen Wecker zu benutzen oder ein Handy so einzustellen, dass es dir Signal sendet. Später, wenn du es gewohnt bist, wird dein Stopp automatisch kommen. Du wirst es tun, ohne daran erinnert werden zu müssen. Wenn du die Straße hinuntergehst, hältst du einfach für einen Moment inne und wählst einen Teil dessen, was du siehst, und du wirst sehen, es immer tiefer und tiefer geht. Du wirst wissen, was du bereits darüber weißt, aber du wirst es auf einer viel tieferen Ebene wissen. Das nennt man Wiederwissen oder Wiedererkennen. Der Zweck deines ganzen Lebens ist genau das. Wieder zu wissen, zu erkennen, sprich zu erkennen, was wahr ist und wer du wirklich bist. Es gibt tausend Möglichkeiten, das zu tun. Vielleicht fängst du ein Spiegelbild von dir selbst, in einem Schaufenster oder in einem vorbeifahrenden Bus. Vielleicht siehst du einen Hund auf der Straße oder Kieselsteine auf deinen Füßen. Egal, worauf du dich für diese 10 Sekunden konzentrierst, halte einfach für einen winzigen Moment an und schätze diesen Moment auf eine einzigartige Weise. Einige Leute berichten, dass sie regelmäßige Zeiten haben, zu denen sie das tun. In der Dusche stehen könnte es mal sein oder vielleicht beim Essen. Versuche das. Es ist interessant. Nimm eine Erbse von dem Teller oder ein Maiskorn oder einfach nur eine Traube. Ja, wirklich. Versuch das mit einer Traube. Ich habe das getan. Oder mit einer Rosine. Ja, du willst eine interessante Erfahrung machen? Finde eine Rosine. Steck sie dir in deinen Mund. Eine Rosine. Und verbringe 10 Sekunden lang damit, ohne zu versuchen, sie zu essen, ohne sie zu kauen, ohne etwas zu tun. Lass sie einfach, lecke einfach 10 Sekunden lang daran. Ja? Oder mach das mit einer Traube. Steck sie einfach in den Mund und kau nicht drauf rum oder beiße hinein oder versuche sie herunterzuschlucken. Lass sie einfach 10 Sekunden in deinem Mund liegen. Und bedenke es. Sei damit. Sei einfach mit der Traube für 10 Sekunden. Es ist unglaublich. Du wirst eine Rosine oder eine Traube oder ein Maiskorn oder eine Erbse oder dein Essen auf eine Weise erleben, wie du es vielleicht noch nie zuvor getan hast. Du wirst dir sagen, dass ich es nicht bemerkt habe. Ich wusste nicht einmal, was ich verpasst habe. Oh mein Gott. Eine Traube zu essen, kann eine wunderbare Lebenserfahrung sein. Du tust das, du verbringst diese 10 Sekunden mit verschiedenen Aspekten deines Lebens, ob es das ist, was du isst, was du betrachtest, was du hältst, was du berührst, und dein Leben wird nie wieder dasselbe sein. Und ich verspreche dir, deine Mahlzeiten werden nie wieder dieselben sein, deine Duschen werden nie wieder dieselben sein, du wirst nie wieder derselbe sein. Das ist die Stopp-Meditation. Es dauert 1 Minute pro Tag, 60 Sekunden in 6 einzelnen 10-Sekunden-Raten. 6 Momente, in denen du die heilige Erfahrung machen kannst. Okay, lass mich mit dir ein Meditationsprogramm teilen, einen ganzen Zeitplan, den ich vielen Menschen empfohlen habe. Gehmeditation am Morgen, Stopp-Meditation 6-mal am Tag und Sitzmeditation in der Nacht. Der Zweck all dieser Meditationen ist es, Fokus zu schaffen. Auch, ja, nochmal, hier geht es darum, deine Aufmerksamkeit auf deine Erfahrung zu lenken. Der Grund dafür ist, dass es dir erlaubt, jetzt hier präsent zu sein und dich auf das Jetzt zu konzentrieren. Es zieht dich aus dem Gestern und aus dem Morgen heraus. Du siehst, dass du nicht in diese Illusion deiner einzigen Realität ist, in diesem Moment eintauchen kannst. Du bist genau hier und jetzt dann. Der Friede findet sich, ja, so wie das Bewusstsein, so wie die Liebe.
Denn Frieden und Liebe sind ein und dasselbe. Und ihr werdet ein und dasselbe, wenn ihr in die heilige Erfahrung eintretet. Also übt diese Stopp-Meditation. Es ist einfach. Lasst es uns jetzt tun. Lasst uns einfach 10 Sekunden anhalten. Alles, was du tun musst, ist, du schaust dir das Video an, ja, du sitzt da und schaust dir das an. Und du stoppst einfach für 10 Sekunden. Okay, zurück, ich werde meine Pose halten, zurück, okay, großartig, ich sag dir gleich, du sollst anfangen. Gut, ist das nicht eine interessante Erfahrung? Das machen die Leute so selten. Ist das nicht eine faszinierende Erfahrung? Ich meine, du kannst das überall machen. Manchmal in der Mitte eines Satzes, manchmal in der Mitte eines... In der Mitte eines Wortes. Mache es 10-mal am Tag und beobachte, wie du dich am Ende des Tages fühlst, weil du siehst, dass 10 Sekunden Urlaub vom Leben dich wegziehen. Ja, es zieht dich von allem weg, was du für wichtig hältst oder worauf du achten musst. Du möchtest vielleicht immer noch darauf achten, aber kannst du einen kleinen Urlaub von 10 Sekunden nehmen? Wenn du das kannst und wenn du es regelmäßig tust, 6-mal am Tag, es wird eine Minute am Tag sein, was dein Leben verändern kann. Vertrau mir. Lass mich dir ein weiteres meditatives Werkzeug nennen, das ich auch sehr wichtig und sehr kraftvoll finde. Ich nenne es die Wer-Meditation. Es funktioniert so. Wann immer du eine Emotion erlebst, die du nicht erleben willst, oder vielleicht sogar einen Moment, den du wirklich genießt, aber dich nicht davon mitreißen lassen willst, sag einfach ein Wort. Wer? Das ist richtig. Frag dich einfach selbst, wer? Frag dich selbst, ich meine, wer ist gerade hier? Jetzt, wer ist das, der diese Erfahrung macht? Wenn du allein bist, kannst du das sogar in einen kleinen Gesang verwandeln, einen meditativen Gesang, der sehr kraftvoll sein kann. Atme einfach tief durch und beim Ausatmen singe langsam, aber kraftvoll. Halte den Klang, bis du außer Atem bist, dann atme ein und mach das erneut. Mach das 3-mal. Du wirst feststellen, dass du deine Schwingung verlangsamt hast und der unsichtbare Teil von dir wird die Chance haben, sich zu zeigen. Wenn du nicht allein oder an einem öffentlichen Ort bist, kannst du diesen kleinen Gesang auch in deinem Kopf machen. Oder dir einfach die Frage stellen, die ich dir vorgeschlagen habe. Wer ist das, der diese Erfahrung gerade macht? Warte, wer ist das? Wer ist das, der gerade diese Erfahrung hier macht? Du kannst dich natürlich mit jedem identifizieren, jedem der Du's, die deine innere Welt bevölkern. Es gibt das kleine Du und das große Du, das verletzte Du, das geheilte Du, das ängstliche Du, das mutige Du, das machtlose Du, das mächtige Du, das sorgvolle Du, das selbstbewusste Du. Viele verschiedene Du's leben in dir. Aber die Hoffnung ist, dass das, was passieren wird jetzt, weil du alles gehört hast, was ich über Meditation zu sagen hatte, ist, dass du dich selbst direkt in ein Bewusstsein
deines größeren Selbstes, deines wahren Selbst kanalisieren kannst. Schau, Meditation, wenn alles gesagt und getan wird, geht es darum, sich weg von deinen falschen Gedanken über dich selbst, von deiner äußeren Erfahrung und in deine innere Realität zu konzentrieren. Und der Grund dafür ist, wieder, es erlaubt dir, jetzt hier zu sein. Sich auf das Jetzt zu konzentrieren, zieht dich, wie gesagt, aus dem Gestern und aus dem Morgen heraus. Du existierst nicht in diesen Illusionen. Deine einzige Realität ist dieser Moment hier und jetzt. Ich wiederhole es, weil ich möchte, dass du es wirklich verstehst. Ich möchte, dass du verstehst, dass Frieden in einem solchen Bewusstsein gefunden wird, wie auch die Liebe. Um was es bei Meditation, ob 10 Sekunden, 30 Minuten wirklich geht, ist, dich zu deiner Essenz zurückzubringen. Du bist kein menschliches Wesen. Du bist nicht die Person namens Max Meyer oder Lieschen Müller. Du bist nicht dein Körper. Du bist nicht dein Verstand. Du bist nicht mal deine Seele. Das sind einfach Dinge, die du hast. Dass du, das diese Dinge hat, die Gesamtheit von dir, das dir diese Dinge gegeben hat, ist viel größer als jedes einzelne von ihnen. Es ist noch größer als alle zusammen. Dass du bist, ist ein spirituelles Wesen. Ich weiß, dass du das weißt. Aber bist du dir dessen bewusst, dass es Göttlichkeit in besonderer Form ist? Dass du eine Ausdrucksform Gottes bist? Und alle und alles andere auch? Meditiert über diese Dinge. Und du wirst die Wahrheit nicht nur erkennen, sondern auch erleben. Und dadurch dienst du deiner Agenda, was das Einzige ist, was zählt. Und das ist der Zweck deines gesamten Lebens. Du wirst einen Moment der Vollendung erreicht haben. Und die Vollendung ist keine einmalige Sache. Es kann immer und immer wieder erlebt werden. Vielen Dank, dass du dich uns in diesem Kurs angeschlossen hast. Wenn etwas, was ich dir hier gesagt habe, für dich vielleicht von Interesse war, ich meine, wir haben hier gerade nur an der Oberfläche gekratzt, es gibt so viel mehr zu erzählen, was das betrifft. Ich habe es also ein ganzes Programm auf der Grundlage des Buches, was wirklich wichtig ist, aufgenommen. Wenn du ein Interesse daran hast, das zu vertiefen, dann schau dir das Programm an. Ich denke, du wirst froh sein, dass du es getan hast.